WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 4. Februar 2010. Der NRW-Finanzminister genehmigt den Ankauf einer CD mit Informationen zu Steuerhinterziehern. Ein Bär, das stärkste Tier im Wald, trat einmal aus Versehen dem armen Eichhorn Willibald im Walde auf die Zehen. Steuerhinterziehung galt nur als Kavaliersdelikt, nicht so sehr als Kriminalität. Er sagte nicht Pardon, mein Herr, er tappte in Gedanken, als Bär verquer im Wald daher. Ein Bär kennt keine Schranken. Es galt ja bei Deutschen auch irgendwie als toll, wenn man das im Bekanntenkreis prahlerisch sagen konnte, dass man auch in der Schweiz ein Bankkonto hat. Das war geradezu gesellschaftsfähig, bis irgendwann mal die Stimmung kippte. Februar 2010. Unter dem damaligen NRW-Finanzminister Helmut Linzen wird eine CD mit Namen und Kontodaten von etwa 1500 Kunden der Credit Suisse für 2,5 Millionen Euro angekauft. Thomas Eigenthaler, Bundesvorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft. Wir hatten vorher einen Fall in Liechtenstein. Das ist mit dem Namen Zumwinkel verbunden, dem früheren Chef der Deutschen Post. Und wir hatten vor allem hinterher noch jede Menge an CD-Ankäufen. Aber sie war der erste Mosaikstein für eine ganze Reihe. Eine kleine CD lässt Großverdiener zittern. Mit den Daten möglicher deutscher Steuersünder in der Schweiz. Und das hat die Leute natürlich jetzt wissen lassen, der Boden wird heiß. Denn Deutschlands bekanntester Steuerfahnder war ihnen auf den Fersen. Peter Beckhoff ist mittlerweile im Ruhestand. Er war der Leiter der Behörde für Steuerfahndung und für Steuerstrafrecht in Wuppertal. Er und sein Team nannten sich die geheimen Eichkater. Woanders sagt man Eichhörnchen dazu, ein Tier, das sammelt. Am liebsten Daten von Steuersündern. Und ich vermute, man fühlte sich einfach als Informationssammler, deponierte die vertraulichen Daten zunächst mal, um sie dann bei guter Gelegenheit zu präsentieren, nachdem man sie vorher aufbereitet hatte. Mehr als 100 Millionen Euro, vielleicht 200 Millionen Euro sind hinterzogen worden. Ein Bär kennt keine Schranken. In diesem Fall ist der Staat bestohlen worden. Er ist Opfer geworden bei der Steuerhinterziehung. Da rief das Eichhorn Willibald: Hey Dicker, bleib mal stehen. Man tritt nicht einfach hier im Wald wem anders auf die Zehen. Der Staat ist grundsätzlich verpflichtet, jedem Verdacht der Steuerhinterziehung nachzugehen. Der Bär verhielt auf weichem Moos verwundert seine Schritte und fragte ganz gedankenlos das kleine Tier: Wie bitte? Hier geht es um schwere Straftaten, in aller Regel um schwere Steuerhinterziehung. Und die muss eben dann auch entsprechend bestraft werden. Was die Frage der Steuersünder sozusagen anbelangt und dieser Adressen, glaube ich, dass es ein gemeinsames Interesse daran gibt, diese Informationen auch zu kennen. Und zu diesem Zweck sollte alles versucht werden, um an diese Daten heranzukommen. Man tritt nicht einfach hier im Wald wem anders auf die Zehen. Vielleicht kannte man Beckhoff, vielleicht gab es auch vorher schon erste Telefonate, erste Anbahnungen. Jedenfalls kam es dort zu diesem Angebot und man griff da natürlich zu. Peter Beckhoff, der legendäre Kopf der Wuppertaler Steuerfahnder, reiste mit einem Koffer durch die Welt und kaufte Bankdaten an. In bar. Sonst hätte man ja Geldspuren gesetzt und hätte möglicherweise die Identität des Anbieters aufgedeckt. Damals war es so, dass diese Leute, die die CDs anboten, natürlich fürchten mussten, dass sie durch die Schweizer Justiz verfolgt werden. Und deshalb war Anonymität und Diskretion oberstes Gebot. Die angekaufte CD von 2010 war genau eine von den harten Nüssen, die die geheimen Eichkater aus Wuppertal so gerne knackten. Das Eichhorn, das im Humpelschritt zum Bären kam geschritten, sprach: Wer wem auf die Zehen tritt, muss um Verzeihung bitten. Das Thema war zunächst politisch umstritten. Seit Tagen wird jetzt schon über den möglichen Ankauf der CD mit den Daten möglicher deutscher Steuersünder in der Schweiz gestritten. Wenn du auch stärker bist als ich an Körperkraft und Krallen, dergleichen find ich widerlich. Ich lass mir's nicht gefallen.
Zunächst war unklar, darf man das überhaupt? Darf der Staat Geld bezahlen für Daten, die ja in der Schweiz nach Schweizer Recht auf rechtswidrige Weise erworben wurden? Das war die erste Frage. Ich rate zu einer gründlichen rechtsstaatlichen Prüfung. Von unter Rechtsverstößen erlangten Datensammlungen. Der Staat darf sich nicht zum Datenhehler machen. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen dabei, weil ich wirklich das Gefühl habe, das wird zum Geschäftsmodell. Der Staat will mit diesen Datensätzen keinen schwunghaften Handel treiben, sondern er will die Rechtsordnung verteidigen, er will Straftaten aufklären und er will hinterzogene Steuern geltend machen. Ich lass mir's nicht gefallen. Es geht hier um Tausende von Straftätern, die anderweitig nicht entdeckt werden würden. Und dann würde ich einen solchen Ankauf als Belohnung für sachdienliche Hinweise bezeichnen. Und die zweite Frage war, liegt eventuell, wenn etwas aus Schweizer Sicht rechtswidrig erlangt wurde, ein sogenanntes Beweisverwertungsverbot vor? Wenn der Staat die Daten kauft und damit jemanden, der diese Daten geklaut hat, belohnt, besteht die Gefahr, dass sie gegen diejenigen, die Steuerhinterziehung begangen haben, nicht verwendet werden können. Es ist etwas ganz Normales, dass man auch was Illegales aufkauft. Das macht die Polizei im Alltag auch. Es muss nur rechtsstaatlich ablaufen. Da hatte man keine großen Erfahrungen und die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen hat aus meiner Sicht zu Recht, so hat es auch die Deutsche Steuergewerkschaft gesehen, hat gesagt, jawohl, man darf diese Daten kaufen, das ist nicht unsittlich, sondern es ist sogar rechtlich geboten. Der Staat darf, wenn ihm Beweismittel angeboten werden, nicht einfach wegschauen und sagen, das möchte ich nicht. Nach dem Ergebnis dieser Prüfung machen sich die handelnden Amtsträger, wenn es zu einem Datenkauf kommt, nicht strafbar und die angekauften Beweismittel sind im Besteuerungsverfahren und Strafverfahren verwertbar. Und dann ging es ja auch noch um die guten Beziehungen zur Schweiz. Man muss ja nicht gleich mit der Kavallerie da einreiten. Das ist eine Kriegserklärung an die Schweiz. Wenn Deutschland die Zusammenarbeit mit einem Verbrecher höher gewichtet als mit einem befreundeten Nachbarstaat, dann muss das Verhältnis grundsätzlich überdacht werden. Bei Angriffen von außen halten alle in der Schweizer Politik zusammen. Ich glaube schon, dass das Verhältnis jetzt schwer belastet wird. Ich glaube nicht, dass Deutschland durch diesen versuchten Datenklau irgendwas gewinnen wird. Ich denke, da wird jetzt ein bisschen geschrien und ein bisschen kommentiert und dann ist es wieder okay. Freundschaft zur Schweiz ist in meinen Augen immer besonders hoch zu gewichten. Und deswegen glaube ich schon, dass der Weg der Harmonisierung, der Internationalisierung der bessere Weg ist. Ja gut, die Schweiz ist natürlich ein bedeutender Nachbar und die Schweiz hat immer wieder deutlich gemacht, wir werden doch nicht wegen der deutschen Finanzverwaltung unser Bankgeheimnis lüften. Das galt sozusagen ja als Markenzeichen der Schweiz. Es hat sich ja dort eine richtig gehende Finanzindustrie etabliert, die unter dem Deckmantel des Steuergeheimnisses natürlich agierte und offensiv dafür warb, kommt zu uns, bei uns ist euer Geld sicher. Ob es um das Verstecken von Schwarzgeldern im großen Stil in Panama ging oder um Verfehlungen einfacher oder auch prominenter Steuertrickser. Die geheimen Eichkarte aus Wuppertal hatten fast immer die Finger im Spiel. Die Grenze ist nur, dass man eben sich die Daten nicht selbst durch Diebstahl oder sowas beschafft oder etwa den Übergeber angestiftet hat. Aber da gab es nie Hinweise, dass die Finanzverwaltung selbst rechtswidrig gehandelt hat. Die Pfötchen voller Wut geballt, doch kleiner als ein Hase, so trat das Eichhorn Willibald dem Bären vor die Nase. Im Zeitraum von 2009 bis 2011 war ich Chef eines großen Stuttgarter Finanzamtes. Und ich kann mich noch wirklich erinnern, wie damals in der Folge des CD-Kaufs fast täglich Selbstanzeigen eingingen, weil den Steuerhinterziehern natürlich plötzlich der Schweiß auf der Stirn stand. Der Bär mit bärigem Gebrumm, verblüfft und auch betreten, hat in der Tat das Eichhorn um Entschuldigung gebeten. Und es waren Leute, denen man nie zugetraut hätte, dass sie Schwarzgelddepots in der Schweiz hatten. Wie die Sportangler gibt es auch die Sporthinterzieher. Leute, die wirklich Spaß daran haben. Und bei denen gibt es überhaupt keine Scham. Das ist klar. Dergleichen finde ich widerlich. Ich lass mir's nicht gefallen.
Und plötzlich kam der deutsche Finanzminister Schäuble und auch die Schweiz auf die Idee, lasst uns doch bitte ein deutsch-schweizer Steuerabkommen machen. Wir würden gerne Amnestie aussprechen, so war die Idee dieses Abkommens. Dafür zahlen die Banken 2 Millionen Franken pauschal. Und künftig werden wir anonym eine Art Quellensteuer nach Deutschland liefern. Aber bitte, das Bankgeheimnis muss gewahrt werden. Sein Gegenpart in der Politik war der heutige SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans. Er sagte, das geht nicht. Wir haben jetzt ein Verhandlungsergebnis, das die Hinterzieher umso besser wegkommen lässt, je schwärzer das Geld ist, was sie angelegt haben. Der Bundesfinanzminister sagt jetzt, die Schweiz hätte sich ja praktisch dazu aufgerafft, ein Stück dieses Bankgeheimnis aufzulockern. Das ist ja eben nicht der Fall, weil alle Angaben nur anonym gemacht werden. Wir bekommen keinen Hinweis darauf, welches Geld in der Schweiz angelegt ist, ob es schwarz erworben ist, ob es ehrlich erworben ist, ob es vorher versteuert worden ist. Thomas Eigenthaler. Und es wäre munter weitergegangen. Die Schätzungen meiner Gewerkschaft waren in diesen Jahren so, dass die Deutschen etwa 160 Milliarden Euro unversteuertes Geld in der Schweiz gebunkert hatten. Das deutsch-schweizer Steuerabkommen landete im Papierkorb. Und ich habe damals gesagt, das ist im Grunde ein steuerpolitischer Mauerfall. Unter dem damaligen nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans wurde NRW zum Vorreiter im Kampf gegen Steuerhinterziehung. Der Minister arbeitete eng mit Peter Beckhoff und seinen geheimen Eichkatern zusammen. Deren Job war nicht ganz ungefährlich. Die Entwendung der Daten in der Schweiz ist nach Schweizer Strafrecht ein Straftatbestand. Und aus Schweizer Sicht haben dann auch Beckhoff und seine Steuerfahnder dort Beihilfe zu einem Straftatbestand geleistet. Die Schweiz hat gegen Beckhoff und seine Steuerfahnder, die mit diesen Dingen involviert waren, Haftbefehle ausgestellt. Internationale Haftbefehle. Das heißt, wenn Beckhoff und die Fahnder in die Schweiz eingereist wären, dann wären sie festgenommen worden und vermutlich in Untersuchungshaft gekommen. Doch Peter Beckhoff knackte bis zur Pensionierung noch eine harte Nuss nach der anderen. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung war er ein Jäger, der die Banken als erster das Fürchten gelehrt hat. Und das Handelsblatt beschrieb ihn als Tafelritter der deutschen Steuerfahndung. In der Summe, was damals begann und über die Jahre fortgesetzt wurde, hat der deutsche Fiskus ein außerordentlich gutes Geschäft gemacht. Nicht nur, dass man ermittelt hat, sondern die CDs waren sozusagen der Startschuss für etwa 150.000 Selbstanzeigen. In aller Regel Leute, die viel Geld hatten, wo so richtige Nachsteuern auf dem Steuerbescheid standen und die natürlich dem deutschen Fiskus 6% hinterziehen. Zinsen pro Jahr bezahlen musste, plus vielleicht sogar noch eine Strafe, wenn die Selbstanzeige nicht wirksam war. Mir ist wichtig, noch mal darauf hinzuweisen, dass wir hinter all diese Machenschaften nie gekommen wären, wenn wir nicht auch bereit gewesen wären, Informationen aus der Szene käuflich zu erwerben. Da sprach das Eichhorn Willibald: schon gut, doch künftig. Gehst du mal wieder durch den Wald, sei achtsam und vernünftig. Man munkelt immer, dass es bis heute noch CD-Ankäufe gibt, wiewohl das Thema heute keine so große Bedeutung mehr hat, weil wir haben ja seit einiger Zeit den internationalen Bankkontenaustausch. Und das Risiko, ertappt zu werden, steigt deutlich. Und da erhofft man sich natürlich, dass CD-Käufe dann irgendwann überflüssig werden. Gut, sprach der Bär, ich merke es mir, was Willibald sehr gut tat. So kann man auch ein großes Tier belehren, wenn man Mut hat. Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an den Ankauf einer CD mit Informationen zu Steuerhinterziehern, den der NRW-Finanzminister heute vor 10 Jahren genehmigte. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über die Schriftstellerin Sandra Paretti. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.